Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play Gerda, A Flame in Winter. Ja, in der letzten Folge haben wir eine wirklich interessante Sequenz am Arbeitsplatz von unserer Gerda erlebt, wo wir es uns leider etwas, würde ich sagen, mit unserem Arbeitgeber verscherzt haben, nachdem wir dafür gesorgt haben oder ihn umgestimmt haben, dass er einen deutschen Soldaten behandelt, der dann tatsächlich auch mit seinem Leben davongekommen ist. Also wahrscheinlich haben wir ihn gerettet dadurch. Wir haben uns damit natürlich auch besser gestellt mit den Besatzern und haben wichtige Kontakte geknüpft. Obwohl wir das eigentlich nicht wollen, beziehungsweise das gar nicht meine Absicht war, aber ich denke, dass ein bisschen Vertrauen, was die Besatzer in uns setzen, nachher nützlich sein könnte, um gewisse Informationen aus ihnen zu bekommen, die wir dann gegen sie einsetzen können. Jetzt haben wir offenbar hier auch die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Schauplätzen zu wählen. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir einige Charaktere ja noch nicht kennen. Und ein wichtiger Charakter davon wird wahrscheinlich diese Margit Vestergaard sein. Die Tochter des Fabrikanten Algot Vestergaard. Und da scheint ja die Fabrik irgendwie explodiert zu sein, beziehungsweise es gab eine Explosion in der Fabrik, dessen Ursprung wir noch nicht kennen. Und Margit ist die Tochter von diesem Fabrikanten. Und offenbar hegt einer der deutschen Soldaten Gefühle für sie. Und zwar dieser hier, Wolfgang. Und er ist Wehrmachtsoffizier, insofern hat er hier schon was zu sagen. Jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Was ist hier? I need a few things from the market. Perhaps Margit will be there. I'm curious to know what she thinks of today's events. Dort kann ich später nicht mehr hin. Okay, das klingt interessant. Was ist hier los? I wonder if anyone else was hurt in the explosion. I could go see if there's anything I can do to help. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt... Das ist natürlich blöd, ne? Wir müssen uns zwischen Fabrik und Dorfplatz entscheiden. Und da es bei der Fabrik die Explosion gab und wir dort vielleicht irgendwelche Spuren finden könnten auf die Täter, also die auf die Täter hindeuten, sollten wir vielleicht eher dahin gehen, ne? Auch wenn wir hier Margit treffen können. Perhaps Margit will be there. I'm curious to know. Aber ich glaube, das hier ist wichtiger. Deswegen gehen wir zur Fabrik. Sowas erhöht natürlich den Wiederspielwert ungemein, ne? Also wenn man manche Schauplätze gar nicht mehr erreichen kann zu bestimmten Zeiten, sondern man sich entscheiden muss. Und das auch den Verlauf der Geschichte ändert und die Informationen, die man hat. Hier sehen wir auf jeden Fall schon die deutschen Soldaten, die hier überall stehen. Tja. Ach du meine Güte. Ist das tatsächlich das Werk des Widerstands? Das sieht schon ein wenig böse aus, muss man sagen. Arbeiter und Saboteure. Auf dem Heimweg fuhr ich mit dem Fahrrad an Vestergaards Fabrik vorbei. Ich würde gerne sagen, dass ich es nur tat, um meine Dienste als Krankenschwester anzubieten, aber ich muss zugeben, dass ich sehr neugierig darauf war, die Überreste der Explosion zu untersuchen. Und genau das werden wir tun. Wer weiß, welche Charaktere wir hier noch kennenlernen werden. Wir kennen bisher auch recht wenige Geheimnisse von den Leuten. Aber das wird vielleicht noch mehr im Laufe der Zeit. Schauen wir uns also erstmal die Umgebung an. Wartet mal. Wir haben jetzt aktuell Mitgefühl 1, Auffassungsgabe fehlt uns leider. Roter Schal, Streichhölzer, Lebensmittelmarke und Teddybär. So, was haben wir denn hier? Hier sehen wir gerade aktuell nichts. Wir können auch aktuell... Also wir können nicht weiter als bis hierhin gehen. Wer ist das denn? Fabrikarbeiter, er schimpft leise vor sich hin. Verflixt und zugenäht! Was ist denn los? Haben Sie keine Augen im Kopf? Eine Bande arbeitsloser Unruhestifter hat beschlossen, meinen Arbeitsplatz hochzujagen. Und nun hat jemand die verdammte Kette von meinem verdammten Fahrrad geklaut. Oh, ist ja ziemlich viel verdammt. Klingt nach einem schlimmen Tag. Die Untertreibung des Jahres.
Wollen Sie jetzt einfach nur rumstehen und glotzen oder was? Oder wollten Sie irgendwas sagen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hören Sie, mein Kopf bringt mich um und ich will einfach nur nach Hause. Ah, wir haben leider keine Schmerzmittel, verdammt. Hätten wir jetzt welche, könnten wir ihm helfen und dann wäre er wahrscheinlich auch freundlicher uns gesonnen und würde vielleicht die eine oder andere Info noch droppen. Ist gut. Entschuldigen Sie die Störung. Hier erfahren wir also nichts. Das ist schade. Wen haben wir denn hier? Herr Wilde. Oder Herr Wild. Nein, Wild wird er wohl nicht sein, weil er ein Deutscher ist. Herr Wilde. Er kann seine Augen nicht von dem grauenhaften Anblick lösen. Was für ein Anblick, oder? Das kannst du laut sagen. Da kommt man richtig ins Grübeln, was? Absolut. Entschuldigen Sie, meine Herren. Na, wenn das nicht Frau Larsen ist. Wie geht es Ihnen? Ich hatte einen ziemlich ereignisreichen Tag. Ich glaube, den hatten wir alle. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass die eigene Stadt Ziel eines Sabotageangriffs wird. Hoffen wir, dass sie die Verantwortlichen finden und hinter Gitter bringen. Was könnte uns anderen zustoßen, solange diese Radau-Brüder auf freiem Fuß sind? Ich bin sicher, deinem Spielzeugladen wird nichts passieren, mein Freund. Außer du hast vor, der Wehrmacht eine Ladung Zinnsoldaten als Andenken zu schenken. Natürlich nicht. Nicht in solchen Zeiten. Okay. Sind die beiden in irgendeiner Art und Weise noch relevant, weil... Okay, hier stehen sie nicht. Dann sind sie wahrscheinlich nicht relevant, oder? Also, denke ich mal. Hier können wir vermutlich auch nicht lang. Da ist... Oh, guck mal, wenn wir da haben. Na, den kennen wir doch mal. Warum hält er sich schon wieder hier auf? Der soll hier doch nicht sein. Der spindeldürre Körper des Jungen lugt hinter dem Fahrzeug hervor. Entschuldigung? Sie sind doch diese Krankenschwester. Und du bist der junge Mann, der heute in unsere Praxis gestürmt kam. Heinrich Stahl, oder? Richtig. Also, was wollen Sie? Er scheint nervös. Schwänzt du gerade die Schule? Und wenn dem so wäre? Was geht Sie das an? Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Wer sagt das? Sie haben hier gar nichts zu melden. Also kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ist ja nicht so, als würde ich damit irgendwem schaden. Nicht wie die Leute, die das getan haben. Die sind das wahre Problem in dieser Stadt. Nun, ich würde sagen, die Lage ist etwas komplizierter als das. Wie das? Wollen Sie sagen, dass Sie auf deren Seite sind? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Warum lasse ich mich von einem Jungen in seinem Alter einschüchtern? Weil er einen mächtigen Vater hat, vielleicht. Hey, du da drüben! Oh, Scheiße! Verraten Sie mich nicht! Halten Sie den Jungen auf! Mist! Tja, weg ist er. Entschuldigen Sie, Fräulein. Dieser Bengel, mit dem Sie da gesprochen haben. Kennen Sie zufällig seinen Namen? Keine Ahnung, tut mir leid. Ach, verdammt noch eins. Ist er in Schwierigkeiten? Die kleine Ratte schleicht schon seit 2 Wochen um das Grundstück herum. Verdächtig. Warum? Heute war er auf dem Fabrikgelände. Ohne seine Uniform wäre er wahrscheinlich direkt erschossen worden. Der Junge muss eine Art Todeswunsch haben, wenn er unerlaubt Wehrmachteigentum betritt. Naja, ich mach mal lieber weiter. Ihnen einen schönen Tag, Fräulein. Okay, Heinrich war bei der Fabrik.
Und er hat regelmäßig dort herumgeschnüffelt. Die Frage ist, warum? Er ist bekannt dafür, in der Stadt herumzuschnüffeln. Warum schnüffelt er da rum, wenn er nicht wusste, dass da vielleicht was passieren würde? Auf der Straße vor der Fabrik sah ich Heinrich Stahl, den Jungen, der zuvor zur Praxis gekommen war. Als ich mit ihm sprach, kam ein Soldat angerannt und der Junge ergriff die Flucht. Der Soldat fragte mich nach der Identität des Jungen. Ich behauptete, dass ich ihn nie zuvor gesehen hätte. Ich glaube, es ist erstmal fürs Erste besser, wenn wir das für uns behalten. So, wer ist das hier? Ältere Frau. Ist eine Dänin. Die Falten ihres Gesichts sind zu einem leichten Grinsen verzogen. Entschuldigen Sie die Dame? Was ist denn, Mädchen? Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Jemand hat endlich die Rechnung präsentiert bekommen. Das ist passiert. Sprechen Sie von Herrn Westergaard? Von wem sollte ich sonst sprechen? Dieser Mann ist verabscheuungswürdig. Er behauptete, ein aufrechter dänischer Bürger zu sein. Und doch schleimt er sich bei den Nazis ein, solange es ihm Profit bringt. Also wirklich, er sollte es besser wissen. Was hätte er tun sollen? Die Zähne zusammenbeißen und es ertragen, wie der Rest von uns. Stattdessen nutzt er das Leid der Welt aus, um sich ein schickes neues Auto zu leisten. Nun, wir werden das nicht länger hinnehmen. Die Gier dieses Mannes wird sein Untergang sein. Merken Sie sich meine Worte. Eine Untergangsverkünderin. Was haben wir hier? Die Wucht der Explosion hat Ziegel und Schutt auf die Straße fliegen lassen. Wahnsinn. Okay, die Explosion war offenbar ja im ersten Stockwerk. Da ist alles schwarz. Das muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ja. Die Fenster sind überall geborsten. Okay, was haben wir hier noch? Die behandschuhten Hände entfernen sich nie weit vom Abzug. Weitergehen, Fräulein. Die Fabrik ist weiterhin strengstens abgeriegelt. Man kann zwei Gestalten hinter den Eisenstäben ausmachen. Wolfgang spricht mit Herrn Westergaard. Wenn ich nur hören könnte, was sie sagen. Hey, Sie da, gehen Sie da weg! Ich sollte tun, was er sagt. Nachher wird man noch erschossen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Okay, hier setzen wir die Handlung fort. Ein junger Mann, sein Gesicht sieht aus, als wäre es vor Kälte steif gefroren. Halt! Das ist Sperrgebiet! Sie werden außen rumgehen müssen. Da drüben ist Papa. Warum ist er denn nicht am Bahnhof? Gibt es etwas, womit ich helfen kann? Ich bin Krankenschwester und arbeite hier in einer Praxis. Wir haben unsere Verletzten bereits versorgt. Und jetzt geh! Sein Gesicht näher betrachten. Er hat einen fiesen Kratzer an der Seite. Glotzen Sie nicht so, weitergehen, sagte ich. Ihm ein paar Schmerzmittel geben. In Beziehung zu Besatzern plus 3. Mitgefühl. Ah nee, das ist das, was wir brauchen, ne? Das ist die Grundlage dafür, dass wir es überhaupt machen können, glaube ich. Probieren wir es mal. Oder verbessert das unsere Werte, wenn es klappt? Das kann auch sein, eins von beiden. Anbieten, seine Wunde zu behandeln. Hat's geklappt? Sie sehen etwas angeschlagen aus. Hm? Ach so, das. Ich war in Sichtweite, als es zur Explosion kam. Und Sie sind immer noch im Dienst? Ein Soldat darf wegen einer kleinen Verletzung seine Pflicht nicht vernachlässigen. Lassen Sie mich einen Blick darauf werfen. Wenn Sie darauf bestehen? Wie ich vermutet habe, in der Wunde sind kleine Steinchen. Es muss mit Wasser ausgespült und mit Desinfektionsmittel abgetupft werden, sonst entzündet es sich. Wirklich? Na dann danke, dass Sie so gründlich vorgehen.
einem Soldaten geholfen. Vielleicht erwidert er den Gefallen später. Ja, mit dem Besatzern plus eins. Das ist mein Beruf. Darf ich nun vielleicht bitte durch? Vielleicht kann ich Ihren Kameraden ja auch helfen. Ich schätze, das ist eine gute Idee. Fassen Sie nur nichts an. Okay, nice, okay. Jetzt sind wir sogar hinter die Absperrung gekommen. Schauen wir uns mal weiter um. Was ist das zum Beispiel? Bis oben hin mit einer Auswahl staubiger Ziegel gefüllt. Wie lange wird es dauern, bis alles wieder normal ist? Tja, das ist die Frage. Okay, wer der Soldat ist, wissen wir nicht. Er hat auf jeden Fall keinen Namen, aber wie gesagt, vielleicht zeigt er sich nachher noch erkenntlich. Da lugt etwas aus der Asche hervor. Hier ist etwas, aber ich kann es nicht, erkennen, was es ist. Den Schutt mit einem Stiefel wegschieben. Ich fasse es nicht. Eine Packung Zigaretten. Wie um Himmels Willen hat sie die Explosion überstanden. Eine deutsche Marke. Vielleicht hat einer der Soldaten sie verloren. Könnte ziemlich wertvoll sein. Aber der Soldat da drüben sieht mich vielleicht, wenn ich sie aufhebe. Ich tue es jetzt einfach. Könnte klappen. Oh Gott, es klappt. Oh mein Gott. Ich tue einfach so, als würde ich mir die Schuhe zubinden. Ich hab sie. Wer macht Zigaretten? Und jetzt rasch in die Tasche damit. Puh, mein Herz schlägt wie wild. Aber der Soldat scheint rein gar nichts bemerkt zu haben. Der hat wahrscheinlich gerade weggeguckt. Okay. Jetzt ist die Frage, warum lagen da Zigaretten? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wirklich irgendeiner der Soldaten hier hat die einfach weggeschmissen. Also jemand, der den Tatort untersucht hat. Wobei das sehr nachlässig wäre. Oder, und das wäre die zweite Möglichkeit, das ist tatsächlich einer der Täter. Da ist aber die Frage, warum sind es Wehrmachtzigaretten? Vielleicht will auch jemand eine falsche Fährte legen. Könnte auch sein. Hallo Papa. Er spricht mit einem anderen Soldaten. Gerda! Entschuldigung, das ist meine... Ich verstehe. Ich überlasse es Ihnen. Heil Hitler. Es tut immer noch weh, das sagen zu müssen, ne? Aber ich lese es halt vor, also. Junge, Junge. Mäuschen, was machst du denn hier? Hier ist es gefährlich. Ich will wissen, was vor sich geht. Einer der verwundeten Soldaten wurde in die Praxis gebracht. Was ist passiert? Ein paar Saboteure haben heute Morgen die Fabrik angegriffen. Sie jagten einen Teil der Montagehalle in die Luft, bevor sie verschwanden. Ich verstehe Leute nicht, die einfach nur grundlos zerstören wollen. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Oh, Gerda. Mir geht's gut. Aber lieb von dir, dich um deinen alten Vater zu sorgen. Yay! Was machst du überhaupt hier, Papa? Oder was machst du überhaupt hier, Papa? Müsstest du nicht eigentlich am Bahnhof sein? Ich war auf dem Weg, als ich hörte, was geschehen ist. Ich musste herkommen und meine Hilfe anbieten. Da fällt mir ein, ich wollte heute nach der Arbeit bei euch vorbeikommen. Herr Benzner hat mir heute Morgen ein paar Flaschen Glühwein gegeben. Benzner. So. Papa, es sind Menschen zu Schaden gekommen. Warum redest du von Glühwein? Naja, solche Sachen sind derzeit rar. Ich dachte mir, dass Anders und du ihn haben solltet. Bitte, er ist ein Geschenk. Nimm ihn. Da sag ich nicht nein. Bitteschön. Jetzt haben wir auch noch Alkohol. Yay, kein Alkohol ist halt auch keine Lösung, ne? Und vielleicht können wir den kombinieren mit irgendetwas. Wir könnten damit auch eine Wunde desinfizieren. Aber Vorsicht, Herr Betzner hat da was Hochprozentiges zusammengemischt. Nun, du solltest dich wahrscheinlich auf den Weg machen. Es wird bald dunkel. Danke für das Geschenk. Pass auf dich auf, Papa. Du auch, Mäuschen.
Schluss, anders von mir. Okay, damit ist diese Szene auch vorbei. Sehr aufschlussreich. Das mit Heinrich ist am interessantesten vermutlich. The scene at the factory reminded me of a building fire I had witnessed while I was a student in Admira. The charred brick was piled at the base of the structure and already powdered with a fresh coating of delicate morning snow. It looked like some strange sweets made for giants. Yet there was so much more about this rubble that invited questions. Ich spürte, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange war. Eine solche Gewalttat flankte nach einer Reaktion. Es konnte alles nur schlimmer werden. Vestergaards Fabrik hatte die Nazis versorgt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ihn jemand dafür bestrafen würde. Wie konnten die Verantwortlichen so etwas tun? Im Wissen, dass Menschen verletzt werden und unschuldige Arien nehmen sollen. Es ist irgendwie alles richtig. Ich spürte, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange war. Eine solche Gewalttat verlangte nach einer Reaktion. Es konnte alles nur schlimmer werden. I sensed that this was not the end of the matter. Violence like this begged for a response, and it would only get worse. Nice. Das ist gut. Alle Auffassungsgabe können wir halt auch gebrauchen. Dann sind wir hier gerade relativ ausgewogen. Okay, zum Dorfplatz können wir leider nicht mehr. Das heißt, wir treffen unsere Freundin auch nicht. Und werden jetzt den Tag vermutlich damit beenden, dass wir halt zurück nach Hause gehen um 18 Uhr. Ja, wir haben 5 Tage Zeit, um Anders zu retten. Und noch wissen wir ja gar nicht, warum. Die Windows scheinen wie Beacons in der Darkness. Did Anders vergessen, die Blackout-Curtains wieder zu putzen? Hoffentlich. Hoffentlich hat es keinen anderen Grund. Lassen wir uns überraschen. Wie seltsam, wessen Auto ist das? Ich wusste nicht, dass Anders Besuch hat. Okay. Ich trat schnell in die Pedale in der Hoffnung, mich noch etwas ans Feuer setzen und entspannen zu können, ehe ich mich an die Vorbereitung fürs Abendessen mache. Oder machte. Es fehlen immer noch so viele Leute, ne? Also einer wird Vestergaard sein, einer wird der Vater von Heinrich sein, der Gestapo-Chef Felix Stahl. Dann natürlich ihre Freundin. Also verkackt haben wir es gerade eigentlich nur bei unserem Arbeitgeber, was schon irgendwie ein bisschen traurig ist, aber naja. Die Spuren auf der Straße führen die Auffahrt hinauf. Frische Reifenspuren. Ist hier hinten noch irgendwas? Ah. Ich habe das Gefühl, man muss sich hier teilweise wirklich gut umsehen, weil man sonst was verpasst. Das ist ein Wagen der Gestapo. Oh nein. Anders. Als ich jedoch in die Einfahrt abbog, sah ich einen Wagen der Gestapo auf unserem Hof. That's not good. That's really, really not good. Die Tür ist auch offen. Hier ist Blut. Es liegt halb im Schnee begraben an das Fahrrad. Er muss schon vor einer Weile nach Hause gekommen sein. Du Scheiße. Ich muss wissen, ob es anders gut geht. Scheiße. Im Schnee sind Blutflecken. Nein, nein, nein. Anders. Bitte lass ihn wohl auf sein. Die Tür ist eingeschlagen. Also das Fenster, guckt ihr das mal an. Und hier ist ein Teil der Tür auch rausgerissen. Scheiße. Der Boden ist voller Scherben und Matsch. Was haben die hier angerichtet? Ah! Halt, behalten Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Soll das mein Dank sein? Wortlos gehorchen. Ab in die Küche. Sofort! Na, wenn das nicht die Frau der Stunde ist. Sichere die Eingangstür, Soldat. Jawohl! Wo ist Anders?
So sieht man sich wieder, Frau Larsen. Ich muss sagen, Ihre Wohnung überrascht mich. Sehen Sie sich das an. Ein richtiger Schweinestall. Wo ist mein Mann? Im Schlafzimmer. Er scheint eine harte Nacht zu haben. Ist er wohl auf? Warum sehen Sie nicht selbst nach? Er wartet im anderen Zimmer mit diesem Gestapo-Arsch Stahl. Ich an Ihrer Stelle würde mich beeilen und zu Ihnen stoßen. Ich lief hinein, nur um dann dort dem diebischen Soldaten aus der Praxis gegenüberzustehen. Er war damit beschäftigt, sich durch unsere Habseligkeiten zu wühlen. Mieser Wichser. Oh, sie rennt tatsächlich. Anders! Gerda, es geht dir gut. Oh Gott, er ist richtig zugerichtet. Augenblick, Frau Larsen. Sie dürfen mit Ihrem Ehemann sprechen, sobald Sie mit mir gesprochen haben. Ich bin Kriminalinspektor Felix Stahl. Und ich sehe aus wie der Slenderman. Ich bedauere, dass wir uns unter solch traurigen Umständen kennenlernen. Haben wir etwas Unrechtes getan? Beziehung zu Besatzern 4. Ah, gut. Ich fürchte, Ihr Mann hat sich einigen Ärger eingehandelt. Es gab einen Unfall in der Vestergaard-Fabrik. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihr Ehemann involviert war. Wir werden ihn für eine ausführliche Befragung in Gewahrsam nehmen müssen. Das ist natürlich nur eine Formalität. Das könnten wir tatsächlich schaffen. Hier haben Sie irgendwelche Beweise. Und das ist sogar leicht. Haben Sie irgendwelche Beweise? Sie scheinen eine anständige deutsche Frau zu sein. Deswegen sage ich so viel. Eine vertrauenswürdige Quelle hat sich mit beunruhigenden Informationen an uns gewandt. Der Spitzel. Jemand hat Anders und den Rest der Widerstandsgruppe verraten. Wer könnte so etwas getan haben? Naja, wenn Heinrich ständig überall herumläuft und Leute bespitzelt, könnte er es auch einfach gewesen sein. Jedenfalls gehen wir, sobald meine Männer die Hausdurchsuchung abgeschlossen haben. Erlauben Sie mir wenigstens, meinen Mann zu versorgen, bevor Sie ihn mitnehmen. Wir haben einen Erste-Hilfe-Koffer in der Abstellkammer. Ah, natürlich. Sie sind Krankenschwester, richtig? Einer unserer Männer wurde heute Morgen in einer Praxis in der Stadt behandelt. Und zwar in der Praxis, in der Sie arbeiten, bei Dr. Lindholm, nicht wahr? Wir werden Heinrichs Erscheinen mal nicht erwähnen. Vielleicht kann uns der kleine Scheiße am Ende noch irgendwie hilfreich sein. So ist es. Er blickt auf seine Uhr. Kümmern Sie sich um Ihren Mann. Ich bin allerdings bereits in Verzug und werde nicht lange warten. Natürlich, ich bin gleich zurück. Okay, das konnten wir halt nur, weil wir die Beziehung zu den Besatzern haben. Das ist natürlich dann wertvoll. Ich fand Anders im Schlafzimmer. Er war verprügelt worden. Ein Gestapo-Beamter namens Stahl verhörte ihn. Er hat den Verdacht, dass Anders dem Widerstand angehört. Stahl, da ist er. 36. Wie alt ist Heinrich? 14. Ja, mit 22 Vater geworden, okay. Der Leiter der örtlichen Gestapo im Raum Tinglev. Er kam vor etwa einem Jahr in die Stadt und verschwendete keine Zeit, ehe er damit begann, gegen den Widerstand vorzugehen. Er sieht sich selbst eindeutig als neuer Sheriff in der Stadt und ist entschlossen zu beweisen, dass er unsere Gemeinde von der Seuche der Schurken und Saboteure heilen und damit den Aufstieg des neuen Reichs unterstützen kann. Selbst wenn das Regime des Führers um ihn herum zusammenbricht. Es
Schmuckkästchen. Es liegt geöffnet herum. Die Perlen meiner Großmutter, sie sind weg. Einer der Soldaten muss sie genommen haben. Verschwundene Perlen. Die Perlen meiner Großmutter sind weg. Naja, wer war das wohl? Wer war das wohl? Er natürlich. Er stampft mit seinen dreckigen Stiefeln in der Küche herum. Sie zerstören unser Zuhause. Er macht ein abfälliges Geräusch, sieht mich kaum an. Wie soll ich sonst sicherstellen, dass sie keine Schmuggelware verstecken? Ich bin nur gründlich, ihn beschuldigen, die Perlen gestohlen zu haben. Ist es auch Teil ihrer Arbeit, Zivilisten zu bestehlen? Pah, in diesem Loch gibt es nichts, das stehlenswert wäre. Die Perlenkette meiner Großmutter ist weg. Tja, verdiene ich etwa keinen Lohn für den Scheiß, den ich für die machen muss? Er holt die Kette aus seiner Tasche und zwirbelt sie zwischen seinen Fingern. Das ist wahrscheinlich schwierig. Ich habe sie Tabletten nehmen lassen, das stimmt. Das könnte funktionieren. Ich habe sie die Tabletten nehmen lassen. Na gut, in Ordnung. Wenn sie mich dann in Ruhe lassen. Hier. Er wirft mir achtlos die Kette zu. Oh mein Gott, wir haben sie wieder. Das ist sehr gut. Das Messer, da sollten wir lieber nichts mitmachen, habe ich das Gefühl. Verbandskasten, ein handelsüblicher Verbandskasten, den ich von der Praxis ausgeliehen habe. Das hilft nur bei kleinen Verletzungen. Aber es muss reichen. So. Jetzt die Frage, was können wir noch machen? Können wir mit dem noch reden hier? Er wühlt sich durch die Regale. Stören Sie unsere Ermittlungen nicht. Wurde kürzlich erst geschliffen. Das Messer glänzt so. Ich verspüre einen starken Drang, es aufzuheben. Diese Männer sind in unserem Zuhause. Dazu haben sie kein Recht. Nein, nein, damit würde ich niemandem helfen. Ich muss mich konzentrieren, anders braucht mich. Oh nein, ich glaube, sie brechen auf. Ich muss zurück ins Schlafzimmer. Ja. Frau Larsen, ich fürchte, wir müssen los. Warten Sie, ich muss mich doch verabschieden. Anders, ich muss deine Wunden behandeln. Bitte halte einen Moment still. Wir haben keine Schmerzmittel, leider. Ich weiß, nur noch ein bisschen. Wir haben die Durchsuchung abgeschlossen, Herr Kriminalinspektor. Es ist nichts Belastendes im Haus zu finden. Nun gut. Dann ist es wohl an der Zeit für uns aufzubrechen. Frau Larsen, verabschieden Sie sich bitte von Ihrem Mann. Kann ich ihm wenigstens seinen Mantel bringen? Okay, da haben wir nicht genug Beziehung zu den Besatzern, leider. Anders, ich... Hab keine Angst, Gerdi. Ich bin zurück, ehe du dich versiehst. Warum sieht mich Anders so eindringlich an? Gerda, vergiss nicht, heute die Hühner zu füttern. Aber hat er ihnen nicht schon heute Morgen Futter gegeben? Oh, er will uns damit was sagen. Er hat wahrscheinlich irgendwas im Hühnerstall, was ihn vielleicht entlastet? Ich vergesse es nicht. Er zwinkert mir zu. Zum Glück hat es offenbar niemand bemerkt. Also gut, Sie hatten genug Zeit. Wir müssen los. Bis bald, Gerdi. Es wird nicht lang dauern. Bitte, Frau Larsen. Besuchen Sie uns doch morgen im Hauptquartier.
vorzugsweise als erste Amtshandlung des Tages. In der Stadt kennt man sie als gute, aufrechte deutsche Frau. Vielleicht lässt es sich einrichten, dass sie ihren Mann besuchen können. Heil Hitler! Um Gottes Willen, ich kann das nicht nochmal sagen. Da zieht sich in mir alles zusammen. Anders ist fort. Das Haus ist so still. Und ganz schön windig jetzt, nachdem sie die Tür eingetreten haben. Was soll ich jetzt bloß tun?